Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder unterwegs in Belgien mit dem Carsten, mit der Jenny und die hat gerade Hi gesagt. So, und wir schauen uns heute ein altes verlassenes Haus an. Wir stehen nur schon drin hier. Tür steht offen. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt los. Ihr habt es gehört, Tisch ist schon gedeckt. Viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran. Die eigentlich Eingangstüre. Da ist eine Kammer, das war wahrscheinlich Toilette oder Kammer, irgendwas. Hier Kamin. So, sie sagte schon, Tisch ist schon gedeckt. Wow. Hey. Ist das stark. Ich habe gerne Wein getrunken. Guck mal. Also das ist ja mal... Hallo? Hm? Hier stehen noch die ganzen Gläser drin. Hier unten noch Geschirr. Hier auch Flaschen, Bierflaschen. Schön großes Fenster mit Blick auf die Felder. Hier steht auch noch mal so ein kleiner Schrank. Schönes Bild, schöner großer Tisch. Wunderschön, vor allen Dingen mit dem auch hier mit Kamin und dem Ofen hier vorne. Hier mal wieder so ein Bild, ein paar Bücher. Hier steht auch noch mal so eine Anrichte, auch sehr schön. Schönes Porzellan, ist so chinesisch. Chinesischer Krug, Suppenschüssel. Hier haben wir noch Weinflaschen. Wahnsinn. Hier sieht man so richtig, wie die Decke, der Putz von der Decke kommt. Hier habe ich noch gar nicht gesehen. Schön alter Staubsauger. Guck mal. Hier ist auch noch mal so ein Sauger. Alten Koffer. Gehen wir wieder hier vorbei mit dieser wunderschönen Tür oder Fenster. Da kommt gerade Besuch. Zum Kuchen essen. Ja, hier ist eine Tür verschlossen. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Ein Badezimmer, guck mal. Haben wir doch das Badezimmer. Immer noch so ein Schränkchen, aber das ist leer. Ach, guck mal, hier haben wir die Toilette. Jetzt kommen wir hier in den nächsten Raum. Hier ganz viele Sachen rum, als wenn das hier mal zusammengepackt wurde, alles. Hier auch. Alles so zusammengestellt.
Schöner Schrank. Auf jeden Fall. Oh, die schöne alte Gardine. Oder Vorhang, ja. Und das hier haben wir, was ist das denn nochmal? So eine Heißmangel. Eine schöne Heißmangel. Hat was. Ja. Geroin, Geroin. Drop op de Heuvel. Auch nicht schlecht. Hier haben wir noch eine Toilette. Kommen wir in die Küche. Kühlschrank. Hinten haben wir nochmal so einen Ofen. Auch nicht schlecht. Ja, es muss mal ein schönes Haus gewesen sein, Freunde. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Jetzt kommen wir nochmal so einen kleinen Küchenbereich. Sehr gerne Wein getrunken, weil hier überall diese Korken rumliegen, diese Weinkorken. Was haben wir denn hier? Ist das eine Kammer? Das geht hier runter in den Keller, Freunde. Das geht hier runter in den Keller. Das habe ich ja gar nicht. Ich habe erst gedacht, das wäre. Moment mal, hier geht eine Treppe runter, hier geht eine Treppe nach oben. Da müssen wir gleich mal gucken. Freunde, jetzt gehen wir mal hier runter. Diese schöne. Aber ein schöner kleiner Raum, guck mal. Das war der Vorratskeller. Schöner Vorratskeller, das muss man lassen. Aber das da, ey, ich muss mal runter. Ich muss mal runter hier. Freunde, guck mal. Guckt euch mal das alte Gerät an. Ist das nicht eine Wasserpumpe, eine alte? Schön und mit dem Zahnriemen hier. Very nice. So, wir gehen jetzt wieder nach oben. Ich glaube, das ist die Treppe. Genau. Wir sind ja schon oben. Jetzt gehen wir mal hoch hier. Seid ihr oben? Ja. Ja, ich komme. So, Freunde, jetzt sind wir oben in der ersten Etage. War der schon gruselig, ne, Freunde? Aha, okay. Ist schon gruselig. Ja, Freunde. Jetzt kommen wir hier in so einen Schlafraum. Hotel. Ja, die sind wohl mal sehr gerne gereist. Hier liegt nur noch eine Matratze. Ohne Bettgestell. Da haben wir den alten Fernseher. Auch von Saber. Sehr. S-E-R. Ja, gute Frage. Kenne ich mich nicht mit aus, Freunde. Ja, eine Abstellkammer. Oder so ein Wandschrank. Jetzt gehen wir mal hier lang. Vorbei an der Treppe hier. Da geht's rauf auf den Dachboden, Freunde. Da gehen wir gleich hoch, wenn ich hier unten fertig bin. Eieiei. Schöne alte Spiegel, Freunde. Ja, wir sind hier an so einer belebten Straße. Oh,
diese Handmalereien hier. Das ist auch schön. Oh, Toilette haben wir hier oben auch. Bianco, Cavelli Bianco. Jawohl, Weinflaschen wieder. Jede Menge Weinflaschen. Hier auch. Die sind alle leer. Ja, die sind leer. Alle leer. Sehr viel getrunken. Oh, was haben wir denn hier Feines? Eieieiei. Eine Wohnstube. Ein Ofen da unten. Bücherregal. Ein schön alter Hut. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kaffeedosen da drin. Sehr, sehr schön. Gehen wir mal. Was treibt ihr denn da? Ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Hier alles so Schuhkartons hier. Schön alter Koffer haben wir hier. Und da vorne ist noch so ein Koffer. Ganz alte Zeitschriften. Guck mal, das ist doch mindestens aus den 60er. 50er, 60er Jahre, 1968. 68. Wahnsinn, ey. Krass, ey. Das ist ja mal mega. Hammer. Jetzt gehen wir mal hier lang. Das geht hier noch weiter, Freunde. Das geht hier noch weiter. Eieiei, hier wurde alles nur so reingestellt. Das sind ja ganz alte Waschmitteldosen noch. Alles nur noch hier reingestellt. Irgendwelche Zeichnungen oder sowas? Nee. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, hier geht es noch weiter. Hier liegen auch Inkontinenzunterlagen hier auf dem Boden überall. Ja, Schubladen. Kleiderschrank. Alte Schuhe haben wir hier. Ja. Hier steht sogar Belgien drauf, Freunde. Ja. Es hat was, das Haus, auf jeden Fall. Ja, ich habe es mir jetzt erstmal hier bequem gemacht. Schön auf den Sessel hier. So, hier finden wir auf jeden Fall so alte Dinger. Guck mal. Guck dir mal die Zeitschriften da an. Diese da, die Modedinger von 1968. Schon Wahnsinn, ne? Ist. Hast du auch noch was gefunden, Carsten? Ja, ein Buch. Ein Schulbuch, ne? Von
1832 bis 1952. Wahnsinn, ey. Ja, man findet hier wirklich noch alte Schätze. Bis unten in dem Haus, alles normal eingerichtet, auch so einen alten Stil. Und dann kommt man hier oben auf den Dachboden, hast du direkt alte Schätze halt. Ne? Das ist schon, guck mal hier, ist auch so eine Karte. Aber gucken wir mal eben, was da drin steht. Kann ich sowieso nicht entziffern hier, Freunde. Kann ich nicht entziffern, aber es hat was. 1929, ey. Krass, ey. Das ist ein ganz altes Foto, Freunde. Das ist interessant. Was schreibe ich mal hier? Was haben die denn hier gesammelt? Guck mal hier. Stoff. Stoff und sowas. So, der Carsten hat gefunden, alte Rechnungen von 1958. Ja. Ja, guck mal raus. Andersrum. Achso, ja genau. Wo steht das denn da? 1158 könnte das sein. Ah, schon interessant. Das sind Kontoauszüge. Tatsache. Kontoauszüge, ja. Hammer, ey. Ne, da oben steht es ja noch ganz groß, 58. Genau. Wahnsinn, ne? Ja, ja, klar. Das ist dann sehr traurig, ne? Dass sowas alles so zurückgelassen wird. Und ja. Ich muss mal überlegen, das landet alles eh auf dem Müll. Alles, was die Leute sich hier aufgebaut haben, landet auf dem Müll. Sehr, sehr traurig. So ein kleines Buch, ne? Gezieht Büchlein. Aber sehr klein, ne? Ja. Ich kann das leider nicht entziffern. Ne? 75. 75, ja. Schon neuerer. Ich habe jetzt echt gedacht, ich komme hier so einen Dachboden rein, so ganz normal, und dann sieht das hier aus wie so eine begehbare Wohnung halt so. Aber nee, das ist... Ja. Schön auf jeden Fall. So, vorsichtig runter. Leiter kann man so hoch machen, ne? Tatsache, geht sogar. Okay. Jetzt gehen wir mal wieder an die Treppe vorbei. Ein Schlafzimmer. Wow, guckt euch das mal an. Ein schön altes Bett. Richtig schön. Lampe. Hier so ein Glas mit Blümchen drin. Haben wir hier noch was drin? Ne, hier ist auch nichts mehr drin. Alte Bücher da drauf. Oh. Kleiderschrank. Ist aber auch schon alles leer, Freunde. Ja, was hat was? Da war noch ein schön alter Kleiderschrank. Sehr, sehr schön. Alter Staubsauger von Philips. So, dann gehen wir mal wieder runter. Die zwei sind auch schon unten. So, jetzt gehen wir mal wieder raus. Da hinten was Besonderes. Ein schönes Haus, ey. Guckt euch das mal an. Ein Träumchen. Haben wir da noch was? Ich glaube nicht, ne? Ne. Da war ja das große Wohnzimmer drin. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier, Freunde. Wir gehen jetzt raus. Seht ihr nochmal das große Fenster von dem Wohnzimmer? Hier nochmal Garagen, aber da ist eingefallen. Und ja, Freunde. Ja, wir fahren jetzt weiter
Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer